Sehr merkwürdig. Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Vault 114 betreten und Nick Valentine gefunden. Jetzt müssen wir uns hier rausschleimen, bevor irgendwie so ein großer Muskelprotz, glaube ich, zurückkommt. Wie wir schon gehört haben, ich glaube, da ist Dino. Dino-Mite, okay. Wir haben zum ersten Mal einen mysteriösen Fremdenau gesehen. Und was mir aufgefallen ist, ich habe mir den Clip natürlich direkt mal angeguckt hier in meiner Aufnahme. Und mir ist aufgefallen, da stand irgendwie was mit Kritsch aktivieren, mit Viereck. Also kann ich wahrscheinlich im Vault irgendwie Kritsch aktivieren? Nehme ich an. Muss ich mal gucken, wenn ich nächstes Mal VRTS nutze. Kann ich ertrinken? Ja, kann ich. Cool. Schon wieder Heilsachen, ja, verballert. Hey. Cell. Die harte, laute Tour, was? Nun, solange es klappt. Das arme Schwein, das hier putzen darf. Er hat irgendwie auch den Fremden gesehen. Fand ich irgendwie witzig. Oder bilde ich mir nicht ein? Ich hätte mal gern ein Level up, damit ich wieder Skills. Ich sollte mal nachgucken, was ich als nächstes hier. Boah, ich glaube, ich kann mir so viele geile Waffen bauen. Was war das? Hi, na? Ja, ein Schnäuzer. Da steht Kritsch ausführen. Okay, der war böse, also. Aufseher, Türpasswort. Wir wahrscheinlich, um oben hier die Tür zu öffnen, ne? Okay, ich glaube, an dem hätten wir uns vorbeischleichen können, aber. Pff. Der wollte doch auf Ärger raus, ne? Spätestens hier hat er uns bestimmt gesehen, ne? Also ich hoffe, wir kommen da oben noch mal vorbei, natürlich. Bei der einen Tür. Ne, bei einem anderen Raum, glaube ich. So am Anfang war er noch. Aber ich glaube, hier hätte man sich so vorbeischleichen können, ne? Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Jetzt läuft sie ja richtig chillig. Ich erledige das schnell. Hallo? Jemand schießt auf. Verdammt! Er hat den einfach hier gechokeslammt. Du hast echt Eier. Naja, hartest Eier. Unglaublich überwältigende Geschichten. Du erhältst 5 Aktionspunkte. Der Mann, der die Zeit stoppen konnte. Dio? Dio Brando? Das töte die ganzen Leute hier nicht. Ey, töte mir ja nicht weg, ich brauche Erfahrung. Es kann nur einen mit einem folgenden Nahkampf Waffe geben. I'm the best for now. Sieht aus wie ein Alien irgendwie. Ein Seifel. Was denn? Ich will doch erstmal hier loot. Oh, echt.
Gut. Lass mich erstmal hier gucken. Flüchten und so ist ja schön und gut, aber das Looten darf doch nicht zu kurz kommen. Wunderkleber, Terpentin. Hab sie verloren? Na super. Ja. Okay. Terpentin gibt ja nicht so viele gute Sachen. Okay, gelbe Farbe. Na, ich dachte. Hör auf, dich zu verstecken. Wir sind auch ganz nett zu dir. Versprochen. Ehrlich? Mein Baseballschläger in blau. Na, was haben wir denn hier noch? Oh. Nein. Ich brauche einen Level-Up. Boom, Schakalakalaka. Oh, hier sieht es aber sauber aus. Noch mehr Seife, her damit. Darf sie nur nicht fallen lassen. So, Abaxo-Putzmittel. Mal gucken, was das gibt. Stahl. Also, wenn das irgendwie Stahl gibt, brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Kleber, davon brauche ich sehr viel. Säure, Glasfaser und also was. Beton weg damit, das wiegt mir zu viel. Was? Ja gut. Was? Wo ist Simpex? Habe ich jetzt nicht so oft benutzt, fällt mir auf. Ich denke immer, das Dings, ja. Okay. Oh. Immer das sind Moment, so Pulsmeter oder so. Ja gut, hat diese Zeitschriften so permanente jetzt Sachen geben. Keiner hat mich früher auch gemacht, aber ganz vollkommen andere Sachen. Dem Alien Blaster mehr Schaden, das ist auch mal nicht schlecht. Gab es nicht auch so was Ähnliches im dritten Teil? So, jetzt sind wir schon fast wieder aktuell. Ja, wäre. So, jetzt bin ich da. Was willst du denn? Langsam bekommen wir ja sehr gute Sachen. So, wir gehen ja nicht umsonst raus. Ein gemütliches Kissen, das habe ich zu Hause. Mach das Ding aus. Ist so laut. So, dahinter. Da ist er irgendwo. Miese Ratten machen mich ganz verrückt. Zuckerbomben. Hey. Hey. Whisky, Whisky. Ich muss mich mal locker machen. Ich bin total überdreht. Nein, das ist eine Flasche. Was zum? Ihr habt echt alle Paranoia, kann das sein? Was zum? Oh. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Ward gebaut? Ein Fitnesstrainer? Hier ist nichts. Ja, der Fitnesstrainer ist da. Oh, jetzt geht's los! Lister! So, ich mach mal Kippchen. Puff! Da hat viel Schaden angerichtet. Okay, ich kann kritischen Treffer damit machen. Sollte ich vielleicht dran denken. Hallo, geht mein nächster Knopf nicht mehr? Da noch mehr Sachen, die ich hier plündern kann. Ey, der Typ kommt hier nie raus, habe ich das Gefühl. Das wär's. So, oh geil. Smoking, ja, pf, warum nicht? Hallo, Schloss Meister. Stabil aus. Oh, muss ja irgendwann zurückkommen, ehrlich.
Aber irgendwie vergoldet habe ich jetzt nicht so gelesen. Abgeschlossen. Oh Gott. Ein Meisterschloss. Du bist an so vielen Orten. Ich muss schon an zwei Vaults zurückkehren. Im ersten Vault war ja auch irgendwie so eine Waffe, glaube ich. Und das muss ich ja auch noch öffnen. Und wir pennen jetzt erstmal. Schade, ich ja nicht gut ausgeruht bekommen in den Betten. Ich meine es ja nicht meine, aber trotzdem. Zigaretten, Schachtel, ja. Whisky nehmen. Nein, ich habe schon wieder gemacht. Wieder eine verdammte Whiskyflasche mitgenommen. So. Wenn hier noch Whisky. So. Oh, geil. Erste Hilfe im Kinderzimmer, ehrlich? Aber weiter geht's. Sind wir hier richtig? Nee. Oder? Hier. Ah, nee, ich bin so da rumgegangen, genau. In Skinny den Schlacht Malone und gestürzt. der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Okay, sie ist offen. Oh Mann. Gehen wir mal ein paar davon weg. Alle. Aber ich Bis auf höre einen. dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Okay, ich gehe erstmal ins Terminal hier. Ja? Mal gucken, wer hier alles wohnt. Hund Spike. Nicht aufnehmen. Genau. Frau Megan, Söhne Ryan, Brandon, Logan, Molly, ne Molly, Anna, Kayla, Brenner. Alter, wie viele? Muss mal schnell speichern hier. Wenn mich schon warnt. Park Street Station. Ich wollte aber noch die Tür öffnen. Auf den Schlüssel, glaube ich jetzt. Jetzt muss ich noch mal hier den ganzen Weg zurückgehen irgendwann. Aber ich muss ja sowieso irgendwann mal durch Was soll das denn? die Vault noch Du mal. kommst in mein Oh, Haus, hi. erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre. Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Hey, wir sind ja auch mal, Am ja. besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wärst besser weggeblieben, Mickey. Das ist nicht das... Alte Pferde, in diesem Wort habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt! Wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Oh ja. Sie zum Gehen überreden. Darla, hör zu. Du hast ein Zuhause, das auf dich wartet. Du musst dein Leben nicht mit diesen Ganoven wegwerfen. Du versuchst nur, mich zu verwirren. Schnapp sie dir, Skinny! Oh Gott! Ja, du blöd Mann, bist direkt vor mir drauf. Ich bin dabei, ne? Ich schill mal hier, ne? Oh Gott, warum? Hätte ich getroffen noch. Ja, du schaffst das schon, ne? Ich schaff das dir echt. Alter, der Schaden, den er ausrichtet, ne?
Oh, da ist auch noch einer, super. Der ist weg. Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Das wird ein unangenehmes Gespräch mit Carlos Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Ja. Ich hab schon eine bessere Maschinenpistole, kann das sein? Ja, viel bessere. Dann weg mit der normalen. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Wow. Oder wäre so viel Mann? Wo ist die Whiskyflasche? Ich habe sehr viele Sachen, die ich in Materialien umwandeln kann. Wie Kartoffelchips. Ich habe so viele Sachen hier. Verlänger, 10 mm Pistole. Weg damit. Muss ich alles mal nachgucken. Was? Ja, nix, ey. So. Dann haben wir so lala überlebt. So, und ich muss dann noch nicht mehr hier hinkommen, weil das ist hier der Schlüssel anscheinend gewesen. Ja, ich komme wieder nicht rein, aber klar. Jedenfalls kriege ich eine Menge Kleber hier. Was wiegt denn hier noch viel, Mann? Weg damit, ich rutsch das Ding sowieso nie aus, habe ich das Gefühl. Und weg mit dem Baseballschläger, so. Ist der Typ? Der einfach ohne mich ab, hier kommen noch welche. Muss ich ja jetzt überhaupt machen. Einfach zurückgehen, Folge in die Quelle teilen, ja. Der ist wahrscheinlich hier hochgegangen, ne? Gut, dann gehen wir auch mal hier raus. Muss mal Sachen verkaufen, Sachen verbessern, was weiß ich. Dann kriege ich auch endlich mal wieder ein Level Up, von dem ich keine Ahnung habe, wo ich dann investieren soll, ehrlich gesagt. Weil wenn wir die Mission erledigt haben, kriege ich hoffentlich ein Level Up. Irgendwelche Erfahrungspunkte muss ich ja kriegen, hallo? Ich wollte das zu Ende. Beide Worte muss ich nochmal besuchen mit Meister Schlösser knacken Skills. Ah, sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Ellie. Die Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast eine Person erwähnt, die spurlos verschwunden sein soll. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt.
Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Diamond City? Okay. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Ja, außer du fragst irgendwie auf dem Weg dahin. Sei meinem Valentine abgeschlossen. Level up. Er ist Level 13. Das kann ich nicht verbessern. Das kann ich nicht verbessern. Das kann ich nicht verbessern. Das kann ich verbessern. Okay, cool. Auf Level 18 kann ich erst. Das kann ich nicht verbessern. Würde ich sagen. Waffenfreak. Duellzugang zu Rang 2. Mods für Waffen. Ich würde dann sagen, wir gehen auch direkt nach Diamond City, allerdings nicht um Missionen zu machen, sondern um unser Inventar ein bisschen zu lernen. Diamond City, Diamond City. Ja. Sind wir schon mit Highland davon gekommen? Jetzt sind wir überhaupt einmal verreckt, außer ganz am Anfang, wo ich erstmal wieder reinkommen musste. Mit dem üblichen Glück gesegnet war. Glaub nicht, ne? Ist ja cool. Okay, den Rest des Parts werden wir wahrscheinlich noch Sachen verkaufen und stimmt ja durch die Dingens. Aber ich kann auch hier die Datei schon machen, glaube ich. Nee, machen wir nächstes Mal. Sprechen wir mal mit ein paar anderen Leuten hier noch, die wir noch nicht getroffen haben. Wer ist hier zum Beispiel? Genau, von Fallons. Gehen wir mal da rein, einfach so. Just for laughs. Wer weiß, vielleicht finde ich ja eher irgendeine Mission, die einfach zu erledigen ist. Hallo? Warst du schon mal hier? Nein. Nein, ist das erste Mal. Dachte ich's mir doch. Also, es läuft hier so. Wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Die Klamotten stehen zum Verkauf, solange du genug Geld hast. Ansonsten, die Tür ist da vorne. Okay. Nicht klauen. Hab's verstanden. Gut. Jetzt, wo wir das geklärt hätten, willkommen bei Fallons. Ich zeig dir gerne, was wir alles auf Lager haben. Hier, Mann, bei dir kann ich Klamotten kaufen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dann... Ein zahlender Kunde. So, Armeeuniform. Champion-Brustteil. Champion-rechter Arm. Wow. Sind schon wieder Sachen, die meine Aufmerksamkeit hier erregen. Tun wir erstmal hier Vorkriegsgeld verkaufen, wie blöd. Warum gibt denn das alles so viel? Warte, ich möchte erstmal gucken bei meinen Sachen. Oh. Ja, egal. Okay. Rechter Arm. Brustteil. Rechter Arm. Weil das gibt mir plus 2 Glück. Brustteil, Brustteil. Wo ist denn Brustteil? Weiß übrigens immer noch nicht, was man mit den Supermutanten Sachen machen kann. Ödländer Brustteil. Da hat 13 und 22. Und das hat 9 und 5. Hallo. Wenn du hier weiter vorbeikommst, muss ich dir am Ende... Ich habe ein paar Minuten. Und frag... Okay. Kann ich mal gucken, was ich gerade... Ja klar, kann ich gucken, was ich ausgerüstet habe, ne? In der Brustteil. 24. Ja, kostet aber ganz schön viel. In der rechte Arm hat 15 und das hat 9. Guck mal, ob ich das irgendwie zusammenkratzen kann. Ich glaube ja nicht. So wenig nur. Warum nehme ich das überhaupt mit? Okay, ich glaube, ich tue den einen ausweichen. Den rechten Arm. Auch wenn dadurch mein Glück irgendwie gesenkt wird.
kriegt die trotzdem immer noch voll viel Geld. Mann, ich will auch Geld bekommen. Ich denke mal, ich nehme so viele Sachen mit, die man verkaufen kann, ne? Aber anscheinend nicht. Guck mal, das hier. Karottenblume, weg damit. Weg damit. Wer tut mir das überhaupt heilen? Weiß ich nicht, ne? Das Stealth Boys habe ich eigentlich noch nie benutzt, aber mal gucken. Wie das hier so abläuft. So. Was soll's hier? Außer eine neue Klamotte. Boom. Sehr primitiv aus. So, jetzt habe ich schon wieder voll viel Zeit hier verschwendet. Dann guck ich mal, ob ich irgendwelche Sachen herstellen kann. Dafür gehe ich erstmal zu meiner Bude. Das wortwörtlich ehrlich gesagt eine kleine Bude ist. Rocket Station Raststätte. Red Rocket Raststätte, ihr wisst schon, was ich meine. Dann gucken wir mal, ob ich irgendwas hier verbessern kann von meinen Waffen. Weil ich möchte die verbessern. Ich brauche immer Kleber. Immer Kleber brauche ich mal. Das sind da wahrscheinlich irgendwie Raider irgendwie, die meinen Dingen hier angreifen. Weil das ist vollkommen ungeschützt, der Teil. Aber wir sollten das schon angreifen. Was kann überhaupt passieren, wenn ich angegriffen werde? Ich habe übrigens hier so ein Ding hingestellt. Hingelegt, meine ich. Das sorgt dafür, dass ich genau hier gespawnt werde. So. Entschuldigung. Du wirst mal den ganzen Schrott hier reinpacken. Und der Kleber. So, Klebeband. Das brauche ich jetzt. So. Ja, doch. Dann gucken wir mal, ob ich irgendwas jetzt verbessern kann. Hat der jetzt, glaube ich, schon verbessert. Meine 10mm Pistole zum Beispiel. Wo ist die? Ja. Mit der habe ich mich schon sehr gut angefreundet. Wow. Er drückt schon sehr präzise aus der Hüfte. Ja, endlich kann ich mal Sachen erstellen. Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität verbessert Nachladegeschwindigkeit. Ja, kann ich schon. Kann man das hier auch schon herstellen, sehr gut. Warte mal. Drückst du passiert noch der Hüfte. Warum nicht? Immer so das Beste davon. Guck ich da mal an, ey, was das hier schon von Natur aus ist. Ja. Habe ich eine super 10mm Pistole, die kann ich eigentlich schon wegwerfen. Aber noch Schrotgewehr kann ich vielleicht ein bisschen irgendwann was den Schaden erhöht. Allerdings brauche ich nicht wirklich. Ein Schrotgewehr muss ich einfach nur wie blöd hier überlegen nach Schaden, ja? Ja, zum Beispiel. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. So, und das Jagdgewehr, da müsste ich auch mal gucken. Standardvisier. Hm.
Verringerter Schaden. Was war das? Hat er geblitzt? Hat er den Schaden nochmal? Sehr gut. Ja, das hätte ich auch gerne. Habe ich schon so gut wie alles hochgeballert. Das ist mein Scharfschützengewehr hier. Ja, ich glaube, ich habe nicht mehr viele Sachen jetzt. Egal. So, meine Waffen sind jetzt ein bisschen mächtiger und ich guck mal, was da draußen so geblitzt hat. Echt jetzt geblitzt gerade. Hat jemand was hier geschossen? Nee, ich bin blitzen. Okay, sehr gut. Ich meine, wisst schon. Würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir haben ausnahmsweise mal was erreicht in den letzten Parts. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.